Start mit der ersten Partie hier aus der Gruppe C für diese beiden Teams, ESC Gaming und CRG. ESC, die die Knife Round gewinnen konnten, starten hier auf der CD-Seite. Und CRG mit einem komplett schnellen Go Richtung A unterwegs. Und da steht nur der Lord. Ansonsten doch, sehr, sehr defensiv. So, Pascha und Neo jetzt offensiv gegangen. Kurz, können Mitte ausschließen. Werden jetzt auch rüber nach A schieben, ja, sobald der Kontakt da hat. Und guckt jetzt mal, jetzt sind sie zu 5 da. Dieses Stellungsspiel von ihnen. Ja, Tess setzt da noch ein paar Hits. Lord wurde gut abgesmoked. Und jetzt Tess da die Hits gefangen. So, Bombplant geht aber durch. Gibt's nochmal die Hits gegen den Spotspieler. Und Red Snake, nein, Riesel letzter dort. Und die First Round geht hier an die Polen. ESC Gaming. Leckt der Teamspeak, kann das sein? Du leckst. Ja, dann leckt der Teamspeak, weil du leckst bei mir auch. Ja, dann ab zu dem ja. Aus der Rehle, ne? Ja, B. Warte, ich mach schnell. Hallo. Hallo. So. Das ist doch schöner. Das ist übrigens unten mein Bruder. Hä? Du hast wirklich einen Bruder? Ja, klar. Echt? So, es geht nochmal Richtung A-Spot. Diesmal über Haus. Lord, ja, jetzt hat er den Step gehört. Schneller Go raus. Ja, aber schnelle Runde. Auch diese Eco. Stehen sie da ohne Probleme. Und wir begrüßen alle polnischen Zuschauer jetzt hier. Ich weiß zwar nicht, was es heißt auf Polnisch, aber... Das heißt, warte... Witam Witzkisch Polskisch. Witam Witzkisch Polskisch. Irgendwie so. Hast du es gerade in Google nachgeguckt? Oder? Ja, Google Translate. So. Kuben wird da zu tun bekommen. Ja, Neo Team ist der Support. Steht. Jetzt geht los. Polonaise auf B. The Fake. Kuben sofort weggeschoben. Boah, Brett. Dickes Brett, jetzt Neo. Wird da vielleicht auch noch fallen? Nein, er macht es. Überlebt mit einem AP. Bombe kann defused werden. 3:0. Wieder nur, beziehungsweise jetzt in dieser Runde nur einer gestorben. Also gutes Geldpolster da für die Jungs von ESC. So, first equip. Schauen wir mal, wird zu spielen. Auch hier wird hart über die Mitte gespielt. Ja, auch wieder der Argo. Also auf Mirage ist wirklich so eine Map, wo man sehen kann, in welche Richtung es gehen wird. Dass man also auch wirklich vor dem Rundenstart schon plant, wo es hingehen soll. Ist ja nicht unbedingt bei jeder Map so. Neo, gut gemacht. Dann selbst gestorben, indem er da runtergejumpt ist. Tess. Sieht die nächste im Switch, fällt aber. Lord gegen Action. Und dann Pascha da, kann aus dem Jungle einen machen, zweiten aber ansagen. Dem hat auch gute Hits gegeben. 21 noch bei Spud. Am Pascha ist eh immer Fokus, Bizeps. Da schießt er sogar auf die Leiche. Schöne Headshots da von Pascha. 4:0. ESC steht die Equip dort. Oh, wieder sehr, sehr schneller Go. Tess wird da zu tun bekommen. Und Lord. Genauso wie Lord. Nehmen wir mal sehr früh kurz ein, checken wir jedes Mal. Neo hat jetzt auch schon wieder ausgeschlossen, dass Mitte was ist. Und nach dem Spielstil zu beurteilen, können sie sich eigentlich erwarten, dass A jetzt viel kommen wird. Ja, Pascha kommt auch schon über Jungle dazu. Ja, und damit ist es eigentlich ein gutes Stellungsspiel gerade. Lord holt den ersten. Lord mit dem nächsten und Lord mit dem dritten.
Starke Runde hier wieder von ESC. Ja, und Lord spielt das da extrem gut unter Holz. Nimmt dann nicht die Pose immer sehr defensiv ein, direkt unter Holz, sondern steht da ein bisschen offen, sodass er oben Gang spotten kann oder eben auch sehr, sehr früh hört, wenn was kommt. So, und jetzt geht's wieder Richtung A-Spot. Ja. Jetzt spielen sie es auf jeden Fall mal zügiger. Kommt wahrscheinlich die Flash von Drone. Ja, da kam sie und dann kommt der Zugriff. Und Lord kriegt keinen. Lord fällt, ja. Eieiei, Spoot mit zwei! Aber was für Dinger, der da reindrückt? Aber low HP bei den ganzen Briten. Jetzt gegen drei noch, einer on-spot. Einer super low. Oh, gutes Kugel, Timing. Kugel sieht ihn da von hinten. Neo, aber auch low, HE kommt. Bombe eigentlich ungünstig gelegt, aber es klappt trotzdem. Ah, und da Krass. Holen sie die Sparrunde. CRG macht die Sparrunde klar. So, und bei Infaculty gegen Navi ist immer noch Pause. Asmo hat da momentan wohl nur 30 FPS an seinem Rechner. Und deshalb wieder pausiert. Weiterhin Probleme da. Ja, Team CRG kauft da sogar unnötige Decoys. Weil sie nicht gerade das Geldpolster haben. Ah gut, die 50 Dollar. Naja, geschenkt. Das summiert sich. Geschenkt, sage ich dir. Nee. Ja, da kannst du 6 Runden kaufen um eine HE. So, jetzt sind sie an Dingens vorbeigelaufen hier. An Test. Pascha. Pascha sind da. Schön. So, jetzt steht da solide, dann kommt Pascha zu Hilfe. Und letzter ist Sput. Kuben, oh, er legt ihn da. Polnische Welle. 6-1. Sieben Runden gespielt. So, Pascha jetzt. How to play Mitte. Oh, Neo nimmt wieder super schnell kurz ein. Check oh, kurz ist jetzt auch fertig. Neo ist mit viel Arbeit. Ja, Pascha hilft. Oh, Pascha hat ihn gebannt. Neo wieder. Sehr gut. Und. Ja. Ah, da ist ESC wieder zurück, nachdem sie die letzten ein, zwei Wochen ein bisschen geschwächelt haben online. Aber. Hier offline präsentieren sie wieder super stark, haben auch wieder viel trainiert. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ja, jetzt sieht er zu dritt Richtung A. Bombe wird erstmal T-Base abgelegt. Also scheinbar weiß man diesmal nicht sicher, was gespielt wird. Wird eventuell ein Fake. Aber Reason aimt da sehr defensiv die Mitte ab. Drone macht da jetzt at B ziemlich viel Stress. Ich denke mal, dass es dann auch Richtung A gehen wird, wenn Drone da genug Krach gemacht hat. Aber ESC lässt sich davon überhaupt gar nicht beeindrucken. Spot holt ihn. Lord gefallen. Aber Bombe wird jetzt gepickt. Und sie schieben nochmal komplett weg. Und wenn sie Richtung A gehen. Gut, weil Neo ist komplett alleine am B. Reason wird da jetzt gleich spotten Richtung Kurz. Hat er vielleicht sogar gesehen. Bangt einfach nur. Neo dürfte da eigentlich nicht gesehen worden sein. So, Switch ist gesmoked. Sehr gut. Sehr gut. Mitte wieder Kontrolle eingenommen. Und jetzt wird es B Abfahrt geben. Neo hört es auch schon. Neo. Gute HE. Boah. Was ein Teil. Das ist der Retake. Und sie sind ziemlich spät erst da. Ben dürfte jetzt eigentlich schon die Steps in der Mitte hören. Oh, hat er gehört. Hat aber ins Gesicht bekommen. Also, jetzt ist der nächste. Und den macht Kube. 8-1, Freunde. Retake at its best. Also was Pascha da jetzt schon wieder gedrückt hat. So, und bei Asmo wurde auch nochmal der PC gewechselt. Von daher wird es wieder ein paar Minuten dauern, bis dann die Settings alle gemacht wurden. Und dann wird es weitergehen. Aber 8-1, beeindruckende Vorstellung hier von ESC Gaming. Die Polen sind hier in guter Verfassung
Oder CRG einfach ein extrem schlechter. Ja, CRG glaube, macht schon viele Fehler. Es ist, glaube ich, eine Mischung aus beidem. Ah, ja. Der Tascha wird er jetzt weggeholt. Heute zu viel des Guten. Und jetzt steht schon B wieder ready und Kuben muss jetzt aufpassen, dass er nicht von hinten genascht wird. Aber er vermutet es auch schon. Reagiert gut, aimt auch hinten den Trailer ab. Komplett richtig gespielt. Und dann ist der Neo wieder mit 2. Neun. Zu 1 der Spielstand für die Polen. Hey, 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 hey. So, jetzt zügig bitte B. Barscha kriegt jetzt wieder gleich die Flash, die meistens Flash, und schiebt er auch immer rüber in den Switch. Aber diesmal die Smoke, aber ich denke mal, er traut sich jetzt diesmal durchzufahren. Gegen den Gegner auf jeden Fall, macht er auch. So, und ist er noch schon hinter dem Gegner. Kuben, das Duell an kurz, kann nur eine machen. Und jetzt passt aber super schnell hinter ihm. Aber er ist angesagt, weil er einen geholt hat. Er wird auch abgeämmt vom Sputt. Macht das gut. Schöne Flash in den Rücken geworfen. Sehr gutes Spiel vom Pascha. So, Bushalte gesehen und. Zack, dann von beiden Seiten. Die Steps konnte er dann nicht mehr zuordnen. Ah, das ist auch wirklich so. Tess noch von oben gekommen aus dem Haus. So wie Pascha spielt, das nennen wir mittlerweile im Training wirklich Bizeps-Gameplay. Also das machen wir einfach, spiel mal bitte Bizeps, dann heißt das bei uns einfach draufhauen. Und wenn man noch 10 HP hat, dann zieht man trotzdem noch zweimal rum und holt noch einen Headshot. Und so spielt er ja echt auf Nuke. Und jetzt hat man es da gerade auch wieder gesehen, einfach Flash irgendwo hingeworfen, rumziehen, ins Gesicht drücken. Nee, das ist halt wirklich so Paschas Spielweise. Und da haben wir halt den Gerdes, der trainiert halt auch. So. Er ist halt so. Und er macht halt auch die Flex, so, Bombe, er halt Bombe ist noch hier T-Boys gedroppt, also die muss noch gepickt werden. Und jetzt vom Timing her, Neo hat 2 in der Mitte plus einer im Weinkeller. Aber gut von ihm gesehen. Ja, und diesmal haben sie die Mitte schön eingenommen, lassen sich jetzt erstmal viel Zeit und gucken, ob ECO offensiv kommt, aber das machen sie eigentlich in der Regel nicht. Nee. Kuma war jetzt gut durchgepusht. Du hast ja auch noch kein einziges Mal, ja, der hört alles. Ja, Kuben wird ihn jetzt naschen. Der macht sogar noch safe. Ah, er hört sogar noch gar nicht. Guck mal hier, wie viel Zeit er sich lässt. Und das ist jetzt, also, krass. Und die Bombe müsste er fast gesehen haben. Ja, Red Snake, auch jetzt am Start. Der Kuben bleibt definitiv, Pascha wäre jetzt einfach stehen geblieben. Und jetzt kommt aber noch mal einer da aus dem Haus raus. Und A wird auch schon wieder geklärt. Also ziemlich gut. Und wie lange er sich ja auch bindet. Der wird einfach nicht geholt. Dann ist es nur noch Sputt. Und den werden sie auch auf jeden Fall, wenn er nicht kommt, nach der Zeit holen. Schön. Was in der Gruppe D los ist, das rafft ja gar keiner, ne? Lemon Dogs verlieren gegen Team eSports Serbia und LDLC führt 15-9 gegen 3D Max. Hm, krass. Also Gruppe D, Chaos-Gruppe. Jetzt Drone sieht aus, als wäre er. Ne, okay, er hat da wahrscheinlich gerade ein bisschen im Teamchat geschrieben. Pascha konnte die Mitte ansagen, Neo sollte sich jetzt schleunigst verziehen, macht aber den Frag noch. Und jetzt fängt es langsam an, dass man merkt, dass sie die Gegner nicht mehr allzu serious nehmen, sondern lieber einfach mal auf Frag gehen. Ja gut, du baust ja damit auch extrem viel Druck auf gegen die Ts. Ja, ja, und wenn du halt merkst, aiming-technisch läuft es bei dir ein bisschen besser, warum dann nicht den Frag suchen und halt eine frühe Überzahl zu schaffen. Das darf man sich dann gönnen, aber sie sind halt auch wirklich so 2-3 Mal rumgezogen. Und sie merken einfach selbst, dass sie unglaublich dominieren. Kuben ist im nächsten Track. Ja, und Ben schon wieder alleine. Oh! Schöner Headshot. Muss mal ganz kurz an mein Handy dran gehen, mein Vater ruft an. Ja. Einen Blick. Kuben.
HRP und dann ist da Kubel mit dem Frag 12:1 für ESC. Und das lässt doch mal die Hoffnungen steigen auf ein wirklich grandioses Match nachher zwischen Faculty und ESC. Aber das fällt hier wieder unter die Kategorie Rapierung, Freunde. Wahnsinn, diese Vorstellung von ESC. So, und dann marschiert da nochmal Lord drüber. Kann 3 machen. Letzte Runde in dieser ersten Halbzeit. Neo sogar mit Taser unterwegs. Jetzt wurde nochmal alles gekauft, was irgendwie geht. So, B. Yes. Pascha damit 19-4-3 Stats. Ja, Bizeps, ne? Neo schiebt wieder Mitte. Pascha Taz steht auch schon bereit. Also wird gleich wieder Mitte angegangen. Brown kann jetzt gefährlich werden für die beiden. Sieht auch nochmal rum, holt Taz. So, jetzt Unterzahlsituation. Mal schauen, was. Ja, jetzt gehen sie offensiv und dann versuchen, einen Flick zu ziehen. Wie es ESC handelt. Überall versuchen wir. Neo geht das kurz offensiv. Dort hat auch versucht, an die Mitte anzuaimen. Konnte keinen Track setzen. Und jetzt ist Neo quasi gezogen. Komplett zurück mit der Bombe. Das war jetzt wirklich gut gespielt. Artboard ist ja halt komplett sauber. Bitte, Spieler kann geholt werden. Und jetzt aber Ben hätte Neo, ruhig schon mal. Neo ist aber auch super low mit 21. Ja. Ja, Ben hätte schon mal hier Switch einnehmen können oder sowas. Oder ein bisschen Raum einnehmen können, das stimmt. CD-Base wäre sogar fast besser gewesen. So, jetzt Kuben. Gegen 3. Und da sitzt der AWP-Shot von Ben. 13:2. Na, immerhin noch eine weitere Runde hier für die Briten. Ja, aber das sieht gut aus für die Jungs von ESC. Erfolgreiche erste Halbzeit auf der CD-Seite. Ich soll übrigens den ganzen Stream von meinem Vater grüßen. Er meinte, jeder Zuschauer sollte mir 1 Euro spenden, dann bräuchte ich nicht mehr arbeiten. Das ist richtig, wenn das jeder Zuschauer einmal im Monat macht, mit 1 Euro, 2900 gerade drauf, kann man mitarbeiten. So, ein richtig schneller Aargau von ESC. Ist schon komplett durch, Red Snake weiß gar nicht, was passiert. Aber gute Fricks. Und die Pistole sieht gut aus für CRG. Mal schauen, ob sich ESC als T auch ein bisschen problematisch, ja, ein bisschen Probleme hat. Schwer verhält. Ja, jetzt ist es nur noch Kuben. Keine Chance. Nichts mehr machen gegen 4. Ja. Aber gut. Möglichkeit für CRG jetzt nochmal ein paar Runden gut zu machen und LDLC gewinnt gegen 3D Max mit 16:14. Das ist das. Faculty ging wohl kurze Zeit weiter und jetzt ist schon wieder Pause. So, das bringt natürlich einen unglaublich raus aus dem Spiel. Ja. Ich glaube, Navi gegen Infekity wird mit Münzwurf entschieden, schreibt Adaro. Ja, oder auf dem Papier dann hier. Ja, Schere, Papier. Stein, Papier oder so. Oder, Papier, Counter-Strike. Counter-Strike, das Brettspiel, hat auch noch keiner rausgebracht, ne? Nee. Fraglücke, ich werde es bringen. Aber wir haben da auch bald was vorbereitet. Im März wahrscheinlich.
So, nochmal gute Flash von Drone, der den Frag setzen kann. Und dann Lord. 7 AP und er kommt weg. Das war gut. Jetzt nur noch hoffen, dass er da keine HE irgendwo aufsammelt. Er wird nicht durchziehen, das weiß er eigentlich. Ja, bleibt da. Weiß man. Cool weg. Jetzt dauert es zu lange, jetzt muss er defensiv gehen. Das ist auch sehr klug von ihm. Lord einfach Maschine und dann ist es schon zu spät. Da merkt man auch einfach die Routine. Super geil gespielt. Ja. Lord spielt das Ding hier runter. Super, super gut gespielt von ihm. Ja, der bessere Spieler zieht immer durch, ne? Polacci Somnai Lepci. Was ist das? Das heißt, die Polen sind die Besten. Hat mir gerade ein User geschrieben, so ausgesprochen. Boah, wieder stark von Lord. Wie er davor geht. Pascha kurz gespottet. Kann er auch ansagen. Neo übernimmt, während Pascha dann Mini-Döner ein bisschen spottet. So, und Reason ist da in der Action drin. Und jetzt ist Pause hier. Oder? Nein, Leck. Einfach Todesleck. 15-13. Ich bin einfach vom HLTV runter. Echt? Ja, einfach runtergeflogen. Pascha hat mich gefunden. So, und ob wir danach in das Spiel Faculty rein dürfen gegen Navi, werden wir in Erfahrung bringen. Oder der Kami kann schon mal so freundlich sein und das nachfragen im Channel. So, Reason hat da gesehen am Switch. Neo haut da einfach mal durch die Smoke durch. Red Snake kommt schon. Der kann da vielleicht nochmal gefährlich werden, wenn er da über Jungle weitergeht. So, der Push nicht wirklich funktioniert. 1-1 Austausch, 3 gegen 3 Situation immer noch und Lord muss er links gehört haben. Da hat er sich weggedreht, der Sputt. Ja, der hat, glaube ich, ihn von ganz woanders erwartet. Aber die Hits sitzen da gegen Pascha, auch auf Distance. Und dann machen sie es. 16-3 Endstand. Ist aber auch laut die Trommel. Junge, Junge. Also 16-3 gewinnen hier die Polen von ESC und das macht wirklich Hoffnung auf eine schöne Gruppe hier mit Faculty. Das werden keine einfachen Games, aber einfach wollen wir es auch nicht. Faculty gegen Navi. Wir schauen mal, ob wir es gleich machen dürfen. Wir fragen nach, ob wir es dort jetzt noch reingehen können in das laufende Match oder nicht. Und warten darauf auf eine Antwort. Wir machen einen ganz kurzen Break, sind in 5 Minuten spätestens wieder zurück mit einer Antwort. Bis gleich.